30 Jahre Kinderschutzbund, 15 Jahre Mehrgenerationenhaus in Wittlich. Jetzt ein großes Familienfest. Neben mir steht der Bürgermeister von Wittlich. Sie kennen ihn eigentlich ja alle, Herr Rodenkirsch. Hallo. Tolles Wetter, tolle Stimmung hier, gute Atmosphäre beim Familienfest. Ja, schon überall rund gewesen, sich mal angeguckt? Ja, ich war überall gewesen und die Atmosphäre strahlt doch so ein bisschen das aus, was Wittlich darstellt. Also eine lebendige, lebhafte Stadt, eine quirlige Stadt, das, was wir eigentlich alle wollen und was wir an Wittlich schätzen, kommt heute hier nochmal sichtbar zum Ausdruck. Es sind ja viele Bereiche, wo man sehen kann, es sind Gruppen, Wohlfahrtsverbände sind da, die Kindergärten sind vertreten. Und das ist ja schon, die alle hier zusammenzubekommen für ein solches Familienfest, ist von der Organisation her sicherlich nicht so einfach. Aber man sieht auch vom Wetter her, ja, alle haben Spaß. Also wenn man hier so rund geht, alle sind begeistert. Ja, da muss der Bürgermeister ja auch zufrieden sein. Absolut, eine tolle Atmosphäre. Und insofern möchte ich hier an der Stelle auch dem Kinderschutzbund ganz herzlich gratulieren zu diesem 30-jährigen Jubiläum. Weil der Kinderschutzbund ist schon, und das Mehrgenerationenhaus, ist schon ein sozialer Knotenpunkt. Und man sieht das in dem Netzwerk, was hier sich ja heute auch darstellt, an den 50 Kooperationspartnern aus dem gesamten Landkreis. Das spricht für sich. Spricht für den Kinderschutzbund und ich bin stolz, dass wir eine solche Einrichtung hier in Wittlich haben. Ja, und der Integrationsgedanke spielt ja auch noch eine große Rolle. Es sind also viele Stationen hier, die von unseren Freunden aus anderen Kulturen, die sich hier präsentieren. Also auch eine ganz tolle Sache und eine wichtige Sache für Wittlich. Ja, wir haben ja schon die Begrüßung. Heute wurde ja in mehreren Sprachen gemacht. In Wittlich leben über 80 unterschiedliche Nationen und die Integration ist nicht nur eine Worthülse, sondern wird hier auch gelebt. Und das halte ich auch insgesamt für eine gute Sache, die letztlich auch in die Zukunft gerichtet ist. Gut, dann gehen wir mal weiter rund, schauen uns das Ganze nochmal an. Also macht Spaß und ich freue mich auf den Rundgang. Spaß macht mir natürlich, dass der offene Kanal, Herr Holl und Herr Haller hier wieder präsent sind, weil das ist auch ein Stück weit gelebtes Wittlich, dass der offene Kanal immer wieder auch hier Präsenz zeigt und über die Ereignisse unserer Stadt berichtet. Vielen Dank. Vielen Dank, machen wir gerne. Jahre Kinderschutzbund und viele andere Dinge gibt es hier heute zu feiern. Ein großes Familienfest in Wittlich. Michaele Schneider vom Kinderschutzbund, du bist mitverantwortlich und mit in der Organisation drin. Kannst du unseren Zuschauern ein bisschen was erzählen zu dem heutigen Familientag? Was wird hier alles gefeiert? Wer ist alles da? Was war der Anlass? Ja, also wie gesagt, vielen Dank. Wie gesagt, 30 Jahre Kinderschutzbund. Unsere Einrichtung gibt es hier jetzt eben seit 1984. Schon immer unterwegs, vernetzt mit anderen zusammenzuarbeiten. Aus diesem Grund haben wir auch das Fest vernetzt angeboten. Es sind über 52 Organisationen hier heute, die mitmachen. Unsere Hauptkooperationspartner sind die Volkshochschule Wittlich Stadt-Land, seit 15 Jahren vertraglicher Partner des Kinderschutzbundes. Die katholischen Kindertagesstätten der Kita GmbH, Gesamteinrichtung Mittelmosel, sind mit den Werkstätten hier vertreten. Die haben sich schon lange vorbereitet, auch mit den Kindern schon in den Einrichtungen vorgearbeitet für das Fest.
Ja, der Beirat, die beiden Beiräte für Migration und Integration des Landkreises und der Stadt feiern ihr 5-jähriges Jubiläum und gehen dann in die nächste Amtszeit über. Das haben wir halt alles zusammengeschmissen. Nach dem Motto, gemeinsam kann man viel bewegen, viele Hände, ihr kennt die Sprüche. Das hat super gut geklappt. Wie gesagt, wir sind selbst überaus überrascht. Wann habt ihr denn angefangen zu organisieren? Weil die Planung, sowas dauert ja ellenlang. Angefangen haben wir im Dezember in der kleinen Gruppe, weil wir uns die Strategie überlegt haben. Wir machen das hier ja nach einem bestimmten Spielekonzept, Spielstadt, in denen die Kinder halt arbeiten dürfen, erwerben dürfen und dann ihr erworbenes Geld wieder umsetzen dürfen. Das ist so ein bisschen pädagogische Idee, die dahinter steckt, ja, zu zeigen, wie Stadt lebt und dass Stadt nur vom Mitmachen leben kann. Da wollen wir alle hin, das ist auch im offenen Kanal ein Anliegen. Natürlich, Mitmacher, Mitmacher, Mitmacherinnen zu finden, die sich engagieren. Und da fängt man bei den Kleinen an und auch die Eltern wollen wir ein bisschen entschleunigen, zu sagen, nehmt euch Zeit mit den Kindern, auch zu spielen, zu arbeiten. Und so wie es aussieht, geht das Konzept hier gut auf. Ja, wenn man sieht, also das Wetter passt ja auch und wenn man so rund geht und schaut sich die Stände an, die Informationsmöglichkeiten, also ist ja schon was los. Wenn man dann so in der Organisation drin ist an so einem Tag, denkt man dann darüber nach, Mensch, toll, machen wir nächstes Jahr nochmal? Mensch, toll auf jeden Fall. Nächstes Jahr hängt davon ab, wie viele sagen, das machen wir gerne wieder, weil jetzt steht das Gerüst, wie man es machen kann. Wird davon abhängen, wie viele Leute wir begeistern können. Die Idee ist es ja weiter auszubauen. Das kann man nach dem Konzept sogar als Kinderferienwoche anbieten. Mhm. Hängt dann davon ab, wie viele Leute verstehen, worum es uns geht und wie viel Spaß haben zu sagen, du, so kann ich mir das vorstellen, dann mit vielen Händen kriegen wir das gestemmt. Ja. Aber das geht nur mit vielen Händen. Nur das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Das es schafft, ich meine, das mag ein professioneller Anbieter alleine schaffen. Das hier ist alles überwiegend ehrenamtlich organisiert. Das Fest wird unterstützt von der Stiftung der Stadt, sodass wir kein finanzielles Risiko eingegangen sind. Der Erlös des Festes, also was wir bei Kaffee und Kuchen gut machen, die Kinder zahlen ja keinen Eintritt, was wir bei Kaffee und Kuchen gut machen und in Speisen, werden wir gemeinsam über alle Einrichtungen entscheiden, in welches Angebot das fließt, was wieder allen hier vor Ort zugutekommt, sodass das eine gute und runde Sache sein sollte. Tolle Idee, tolle Sache heute, schöner Tag. Ja. Und ich glaube, dass die meisten dieser Besucher hier froh wären, wenn sowas öfter stattfinden würde. Vielen Dank für die Organisation. Danke, ja, dass gerne. Das überhaupt hier so realisiert werden konnte. Und bleib gesund. Ja? Das ist das Wichtigste. Und behalte die Kraft, die Motivation und die Lust, sowas im nächsten Jahr vielleicht in ähnlicher Form oder in erweiterter Form nochmal durchzuführen. Danke an dich, an den Kinderschutzbund und alle, die 52 Gremien, hast du gesagt, die 52 dabei sind. Dabei sind. Ja? Vielen Denke Dank. Ganz besonderer Dank an die 52 Gremien. Danke. Fest in Wittlich, auch der Ortsverein vom DRK ist vertreten. Bastian Egger, warum seid ihr heute hier? Ja, wir haben auch uns dazu entschlossen, hier bei dem Kindertag am Event vom Kinderschutzbund mitzumachen. Wir haben einmal eine Station aufgebaut, ein sogenanntes Teddy-Krankenhaus, wo die Kinder ihre Kuscheltiere fachgerecht versorgen lassen können. Und dann bieten wir noch gleichzeitig hier eine Rallye an, Wunden versorgen nach Anleitung, kleines Reanimationstraining. Und dann auch für die Älteren hier einen Rettungswagen, den man besichtigen kann. Aha. Haben wir also für jede Altersgruppe hier was heute zu bieten. Cool. Das ist sogar das Kästchen. Ein Spezialzauberstab. Extra für Spielebälle angefertigt. Nur für dich heute mitgebracht. Ja, gut, dann nochmal alle zusammen. 1, 2, 3 und. Man kann auch mehr draus machen. Zum Beispiel so ein Kinderstühlchen. Da seid ihr schon zu groß für. Ne?
shots of patrol.